Schau mal, Max, da ist die Neue. Sollen wir rübergehen? Ja, meinst du wirklich? Ja, komm, lass uns gehen. Hey, psst, soll ich wieder flüstern? Hi. Ach, ihr seid's. Auf wen wartest du denn? Auf Lena und Anna. Ja, das passt ja mal wieder. Genau die haben dich rausgepickt. Was soll das heißen? Das wirst du ja schon noch sehen. Und übrigens, ich denke, die werden wahrscheinlich gar nicht kommen. Du wartest also umsonst. Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie bestimmt kommen werden. Du Witzbold. Das, was man fühlt und das, was tatsächlich passiert, das sind doch zwei verschiedene Dinge. Mir ist sowieso gerade was eingefallen. Ich gehe dann mal lieber. Tschüss. Die hat sich's aber schnell anders überlegt. Ach, die lügt doch bestimmt nur. Hey, du Neue, ich hab's mir doch anders überlegt. Bleib stehen. Nein, ich muss weiter. Bitte lass mich los. Mir widerspricht keiner und vor allen Dingen keine Neue, die auf unsere Schule kommen. Bleib jetzt sofort stehen. Au, du tust mir weh. Hör auf, so an mir zu ziehen. Stell dich doch nicht so an, ich mach doch überhaupt nichts. Aua, aua, bitte, hör auf, lass mich los. Ich hab euch doch überhaupt nichts getan. Ah, aua, das tut so weh. Au. Ach, was stellst du dich denn so an? Du bist doch von ganz alleine runtergefallen. Na klar, mit Absicht hat die sich fallen lassen. Ah, aua, aua. Aua, ich glaube, das ist mein Steißbein. Ah, aua, das tut so weh. Was ist denn da los? Warum liegt denn die Neue auf dem Boden? Oh Mann, egal wo Max ist, dort gibt's immer Probleme. Max? Kevin, was willst du? Ich denke, ich sollte eher dich fragen, was du willst. Was willst du von der Neuen? Warum liegt sie auf dem Boden und weint? Das kann dir doch egal sein. Max, ich geb dir mal einen Tipp. Hör auf mit dem Blödsinn oder ich werde dich verpetzen. Oh, aua, das tut so weh. Ich hoffe, ich kann überhaupt noch laufen. Max, komm, lass uns gehen. Ja, komm, hauen wir ab. Oh Mann, glaubst du, du kannst aufstehen? Ich weiß es nicht. Es tut wirklich weh. Dann lass es uns einfach mal ganz vorsichtig versuchen. Hier, greif nach meiner Hand. Meinst du, das funktioniert? Ja, es funktioniert ganz gut. Okay, das ist schon mal prima. Jetzt pass auf, bei drei ziehe ich dich hoch, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich stehe ein bisschen unstabil. So, jetzt aber. Oh nein, mir ist total schwindelig. Oh, halt mich fest. Oh, ups. Tut mir leid. Oh, nicht schlimm. Dir ist ja schwindelig geworden. Oh Gott, wie peinlich. Das tut mir wirklich leid. Wie gesagt, nicht schlimm. Nur bitte geh vielleicht runter. Du bist nicht ganz so leicht. Was? Ich glaube, ich träume. Was machen denn da Sally und Kevin? So eine fiese Schlange. Das muss ich jetzt gleich mal unterbinden. Oh, geht's wieder? Ja, danke. Es geht schon wieder besser. Ich vermute, ich habe mich irgendwie am Hinterkopf angeschlagen. Danke nochmal für deine Hilfe. Wer weiß, was vielleicht noch passiert wäre. Ach, nichts zu danken. Habe ich gerne getan. Ich bin übrigens Sally. Ich bin mit meiner Familie hier neu zugezogen. Hi, freut mich. Und ich bin... Kevin! Lena? Das ist Kevin, mein Freund. Mit ihm bin ich zusammen, Sally. Oh, wie schön, Lena. Kevin hat mir gerade geholfen. Hi, Sally. Du hast bestimmt schon auf uns gewartet. Du hast also Kevin, Lenas Freund, auch schon kennengelernt? Ja, das hat sie. Und zwar sogar liegend. Lena, wie meinst du das? Lena, es ist doch nicht so, wie es aussah. Ich vermute, ich habe genug gesehen. Nein, Lena, dafür gibt's eine Erklärung. Max und seine komische Freundin haben mich verfolgt. Sie haben mich richtig geärgert und Max hat mich sogar auf den Boden geschubst. Ja, Sally hat sich richtig wehgetan. Oh, das wusste ich natürlich nicht. Bist du mir jetzt sauer, Lena? Nein, Sally, tut mir leid. Ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert und diesem Max sollte man wirklich die Ohren lang ziehen. Ich denke auch, Sally. Du solltest das melden. Ja, ich werde mal schauen, was ich mache. Das mit dem Max bekommen wir auch noch hin. Und du, mein Held, hast eine dicke, fette Umarmung verdient. Komm her!
Oh, du bist einfach der Beste. Ja, Lena, danke. Ich glaube, ich gehe dann jetzt lieber. Jetzt schon? Sally, bleib doch noch ein bisschen. Was heißt hier jetzt schon, Kevin? Lena, wir haben uns doch mit Sally verabredet. Das können wir doch vielleicht auch verschieben. Ja, von mir aus können wir es ruhig verschieben. Ich hab's nicht eilig. Wieso denn, Sally? Wir können doch vielleicht zusammen was machen. Ach nee, ich will mich nicht aufdrängeln. Das passt schon. Das tust du doch gar nicht, Sally. Kevin, sollen wir was alleine machen oder zusammen? Lass uns doch zusammen was machen. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich muss gehen. Okay, schade, vielleicht ein anderes Mal. Ja, okay, Sally. Und falls du was brauchst, dann melde dich einfach bei mir, bei uns. Ja, ist gut. Danke. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Ciao. Diese neue ist irgendwie echt süß. Oder was meinst du, Kevin? Kevin? Kevin, ich rede mit dir. Was, Lena? Entschuldigung. Ich hab gesagt, wir können ja ein bisschen zu mir. Ja, ist gut. Irgendwie hat sich Kevin komisch benommen. Woran das wohl liegen mag? Naja, Sally, tat mir auch leid. Max hört überhaupt nicht auf, sie zu ärgern. Er ist wirklich unmöglich. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann würden wir uns über Daumen nach oben freuen. Und wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte das jetzt bitte schleunigst nachholen. Einfach einmal hier draufklicken und schon habt ihr unseren Kanal ganz kostenlos abonniert. Also abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ich hab euch lieb. Bis bald, ihr Süßen. Tschüss.